Oh ja, hier sieht's besser aus. Oh, guck mal hier, du warst ganz in der Nähe von, was ist das, Silber oder Eisen? Und eine Truhe, sehr cool. Loot all. Ja, erstmal eine vernünftige Waffe hier. Und dann nehmen wir mal die Truhe mit. Kommst du da dran? Ja. Ich habe schon die ersten Emeralds. Können wir uns dann später ein Laserschwert bauen. Oh, nice. So ist das halt. In diesem Spiel. Wir müssen gleich mal eine Unterbrechung machen, weil ich brauche was Neues zu trinken, denn ich habe nichts mehr. Boah, was? Ey, das ist ja mal krass. Mhm. Ich habe Gold gefunden. Echt? Ja. Er hat Gold gefunden. Gold. Nein, Gold ist das mit das beste Material in Terraria. Zumindest das Anfängermaterial. Ja, und man kann auch in Terraria trinken, also Vorsicht. Ich weiß. Habe ich auch schon festgestellt. Wie denn, wenn du das zum ersten Mal wirklich spielst? Oh, Silber. Ja. Vorne hin mal. Oh, Moment mal. Ich glaube, jemand ist gerade bei mir gekommen. Bei dir ist jemand gekommen? Oh. Was denn? Ist noch mehr Gold. Klau mir nicht mein Gold. Ah, ich krieg's komplett. Das ist schön. So, was gibt es hier zu diesem Spiel noch zu erzählen? Wer es haben will, der hole sich's. Moment mal. Ja, nur weil er Moment mal sagt, heißt es nicht, dass ich aufhöre zu reden. Also, diese LP wird auf jeden Fall eine ganze Zeit lang laufen. Wir gehen jetzt natürlich erstmal in eine Höhle und werden gucken, dass wir noch mehr Gold finden. Das ist ja schon mal cool, dass man so normal auf einer kleinen Map so schnell Gold kriegt. Oh Junge, was ist denn das da unten? Eine Statue? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich sehe nur, dass du da in der Nähe von Eisen bist. Ja, das ist eine Statue. Ich baue sie ab. So. Oh, das sind schon gelbe Slimes. Das ist aber lustig. Man kann so gesehen durch die Wände Fackeln setzen. Mhm. Dann wollen wir mal weiter gucken. Eisen wäre auch wichtig, damit wir ein Dingens kriegen. Wäre sehr wichtig sogar. Grüße. So Truhen finden, dann müssen wir immer so mal gucken, dass wir die auch vernünftig aufteilen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal einen Speer finde, dann kriegst du den natürlich. Jetzt fehlte gerade die Frage, nochmal? Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Ey, nochmal? Wo bist du? Da unten. Ja, nochmal halt. Ist es Gold? Gelbes Gold. Also Gold ist Gold. Ich habe keine Fackeln mehr. Dann mach sie dir. Du hast doch bestimmt genug Gels. Die kannst du auch ohne Crafting, Mensch, craften. Oh, ich habe einen Shuriken. Einen Shuriken kannst du werfen. Wurfmesser sind besser, also später besser. Nein, das ist Kupfer. Egal, abbauen. Natürlich. Das hat es jetzt richtig gebracht, Junge. Du hättest ja auch mal da ein bisschen weggehen können. Oh, Gold. Kann das? Ja, Gold. Jo, holt dir. Wir kommen hier nie mehr raus. Doch. Nee, wenn wir jetzt noch tiefer gehen, dann kommen wir bald nie mehr raus. Und einen Laden lang nach oben bauen, einen geraden Gang nach oben bauen, ohne eine Goldspitzhacke zumindest, ist dauert sau lange. Oder besser noch ein Drill. Ich würde hier runterkommen. Oder siehst du da was, was ich nicht sehe? Eine Höhle, eine dunkle?
Ja, so weit in die Richtung sehe ich ja jetzt hier. So, weiter geht's, ne? Wir sind jetzt fast unten hier. Wie unten? Ja, unten halt. Einfach ein Stück weiter unten. Später machen wir sowieso einen Höllenway. Weil dann kann man einfach so runterspringen. Ja, wir graben Diamanten. Nein, das sind doch Diamanten. Deshalb kriegst du ein blaues Laserschwert, kannst du das bauen. Ja, ich baue mir ein blaues. Du möchtest ein blaues? Mhm. Dann brauchen wir erstmal einen Meteorit. Und um Meteorit zu haben, müssen wir erstmal eine Shadow Orb platt machen. Ja, Terraria ist ein Spiel, das sich nach und nach aufbaut. Ein bisschen umfangreicher halt. Boah, das ist ja mal eine geile Höhle. Da ist Kupfer. Da kommt ein Wurm, vorsichtig. Nee, doch nicht Kupfer, das ist Eisen. Bau du weiter ab, ich mach das schon. Ich hab ja so ein bisschen was Längeres. Junge, jetzt fängt das an. Wir haben hier noch minderjährige Zuschauer. Was denn? Ich hab doch nur das gesagt, was wirklich wahr ist. Komm mal her, bitte. Du weißt schon, dass hier ein riesengroßer Pilzwald ist. Pilze? Ich Pilzwald. Mag. Ja, und Eisen. Genau. Ui, das gibt so schöne Rüssi. Nee, Eisen ist zu schwach. Ja, trotzdem Rüssi. Nee, erstmal ein paar andere Sachen daraus bauen. Ja, Werkzeug und so, klar. Würde ich doch gar nicht, vielleicht haben wir schon genug Gold. Dann wird sich da gar nicht es lohnen, eine Eisen-Spitzhacke zu bauen. So, wollen wir mal gucken hier. Komm her, ich geb's dir mit meinem langen Ding. Oh, hier ist ein Mother Slime. So. Oh, hier sind auch wieder mal ein paar Smaragde, glaube ich. Ne, Amethyst. Du kannst aus jeder Art von Farben kannst halt ein anderes Laserschwert bauen. Später kannst du halt noch bessere bauen. Oh, ich habe auch eins. Upgraden. Oh, ich bin tot. Echt? Ja, fast. Ich habe noch 24 Leben, weil ich gerade einen Apfel oder so gegessen habe. Weil ich gerade so einen Mother Slime platt macht. Oh, jetzt kommen kleine Slimes. Baby Slimes nennen sie sich auch. Ich habe mich da oben angebaut. Warum baut man sich auch ein? Ah, ich bin tot. Ja, aber na gut. Das ist... Oh, das ist schon schlimm. Wieso? Was war das denn jetzt gerade? Weil ich ja jetzt wieder am Spawnpunkt bin. Ja. So, ich würde sagen, ich mache jetzt gleich mal eine kurze Unterbrechung, damit ich mir was zu trinken holen kann. Weil ich sitze hier voll auf den Trockenen. Mein Husten reizt momentan. Kann man diese Pilze abbauen? Ja, mit einer Axt. Dann kommen da Glowing Mushrooms raus. Boah, erstmal unser ganzes Haus hier ausleuchten. Bevor hier gerade was drin steht oder so. Nee. Man kann sogar verschiedenfarbige Fackeln bauen, sehe ich gerade. So. Ey, stirb mal. Nee. Wir haben schon 11 Goldbarren. Zumindest habe ich 11. 2x Silber. 13 mal Eisen. Und nochmal 4 Kopper. So. Ja, bau mal Truhen oder so. Brauche ich nicht bauen, habe ich in meiner Tasche eine.
würde sagen, wir verbinden später unseren Keller von unserer notbedürftigen Behausung mit unserem Haus. Das Problem ist nur, dass hier so ein bisschen Probleme sind. Es sind ein paar Viecher vor der Haustür. Weißt du? Deswegen wäre es gut, wenn du dich langsam auf den Weg nach Hause machen würdest. Komme. Hast du dich jetzt umgebracht? Und dann. Ja, also umgebracht. Nein. Ich habe hier Monster gesehen und wollte sie töten. Und die haben dich stattdessen getötet, natürlich. Naja, gut, kann man nichts gegen machen, passiert halt, ne, Fadolin? Bevor du jetzt irgendwelche Rüstungen baust oder so, bitte erstmal alles verarbeiten und gucken, wie viel wir haben, damit wir uns ein bisschen absprechen können. Und wir ungefähr immer das gleiche bauen. Ja, ich bin gleich da, ich komme. Ich habe sofort die hintere Rückwand fertig und meine Frau kommt gerade. Dementsprechend werde ich jetzt hier eine Unterbrechung machen. Und Star, und Star, sag dann mal, bis später. Hallo, da sind wir wieder. Natürlich auch mit Fadolin. Hopp, hopp. Wundert euch nicht, dass das hier ein bisschen anders aussieht. Ich hatte Angst, dass der Server die Map löscht und hat deswegen so ein paar wertvolle Sachen schon mal mitgenommen. Nochmal und jetzt gerade wieder hingestellt. So. Wegen den Materialien. Machen wir mal eine Kiste. Klatsch, ja, ist nicht das Problem. Die sollte, wenn dann, im Keller, würde ich sagen. Ja, klatsch jetzt einfach hier eine Kiste. Ne? Ja, dann müssen wir die nachher wieder leer machen. Bist du wahnsinnig? Ja. Weißt du, wie lange das Terraria dauert? Nein. Ja, siehst du? Also machen wir jetzt erst einen Keller. Dafür brauchen wir Holz. Das reicht schon an Holz. So. Na, ich fäll die auch noch hier. Ja, mach ruhig. Brauchen sowieso noch mehr. Du hast eine Nachricht gekriegt. Mhm. In Skype oder was? Ich dachte, da bist du auf unsichtbar. Fatzebook. In Fatzebook. Ja, da bist du ja immer mit dem Handy online. Mhm. So. Also ich mache jetzt hier unten so einen kleinen Keller, erstmal provisorisch. Da kann man dann die Dinger hinpflanzen. Wie bist du denn hier? Helfen ja, ich werd hier vom blauen Slimes auseinandergenommen. Du brauchst sie nicht angreifen, das weißt du, ne? Ja, die greifen mich an, die Ollen. Ja, aber nur wenn du die einmal angegriffen hast. Wenn du jetzt, sagen wir mal, die nur an dir vorbei hopsen lässt, dann passiert da nichts. Die sind nicht aggressiv, die sind nur aggressiv. Hm. Jetzt kann ich auch wieder was zu trinken. Ein Hoch auf Wasser und Eistee. Hm, Wasser. Ich trinke Eistee. So selber angerührten Krümelzeug, weißt du? Hm. Ja, haben wir auch. Da ja noch eine Cola vorhin zu nahe gegangen. Das musste ich ja mal wieder neu anberühren. So, ich würde sagen, wir werden jetzt gleich erstmal gucken, dass wir hier, Soll ich einen Burg, also einen Graben machen, damit die Monster da reinfallen, damit wir hier ungestört ein bisschen bauen können? Machen wir später anders. Da gibt es nachher die Möglichkeit, noch mit Redstone zu arbeiten. Oder was man halt in Terraria Redstone nennen kann. So, ich würde sagen, mach du mal hier oben unten weiter. Warte mal, ich habe noch... Ich habe noch was vor da draußen. Was hast du denn vor? Das kann doch gar nicht sein, dass du was vorhast. Das geht nicht. Oh, wir könnten schon ein Goldbrotsword machen. Nee, brauchen wir nicht. Ich hab da Dinge da. So. Als erstes brauchen wir Türen. Aber ich brauch Holz. Hast du Holz? Zu genüge. Ja, dann gib mal Holz. Das hier ist aber nicht symmetrisch. Ich glaube, in dem Spiel kann man sowieso nicht symmetrisch bauen. Ja, komm her. Ich